Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Mittelerde Mordors Schatten. Es gibt einiges zu tun. Und weil ich gerade drüber stehe, mache ich die Sklavenquest. Ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich schon satt wie nochmal was, aber es hilft nichts. Ich habe gehört, dass diese Kreatur hier wieder rumgeschnüffelt hat. Sie ist leider schon wieder entkommen. Ist die Quest wirklich hier oben? Tatsache. Holt euch diesen Sklaven. Diese Sklaven werden was? Die Quest hin, da ist die Quest. Bestraft, dass sie vor Erschöpfung zusammenbrechen, gebrochen sind. Rettet sie vor ihren Peinigern. Das kann ich machen. Einer, zwei. Rettet die Sklaven. Eliminiere Uruks mit Schleichtötung. Allep. Schon viel, viel cooler als über Assassin's Creed, ja. Ich brauche kein Heu nicht, ne. Ich habe einen Geist im Arsch, ja. Der fängt den Sturz ab. Du hast es doch aufgehört. Gib doch zu. Nichts als Gerüchte, die von den Menschen verbreitet werden. Was hat dann Borgu wie aus dem Nichts in zwei geteilt? Seine Ehefrau wahrscheinlich. Da war doch ein Geräusch. Nee, hier ist nix. Komm her. Hält es dir immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Du hast gleich Probleme, auf den Beinen zu bleiben, wenn ich mit dir fertig bin. Da guck her. Und schon liegst du, ne? Ich stehe in deiner Schuld. Ihr Menschen seid so schwach. Bist aber auch nicht klüger. Nur was nebenbei erwähnt. Danke. Bitte. Rechnung kommt mit der Post. 50.000 Goldmünzen für deine Rettung. Wenn du deine Beine nicht benutzt, sollte ich sie dir wohl brechen. Wir hätten uns nicht von diesem kleinen Geschöpf in den Büschen abholen sollen. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Sich mit mir anzulegen ist ein bisschen dumm, liebe Leute. Will ich nur mal so gesagt haben. Oh. Nein, nicht die Arme. Ich brauch meine Arme noch. Seid ihr wahnsinnig? Oh, nein. Jetzt sollst du da drüber gehen. Da. Der Hauptmann hat aufgegeben, die Leichen zu zählen, die der Waldläufer durch seine Überfälle aus der Luft hinterlässt. Der Tag wusste, dass er es nicht mit mir aufnehmen kann. Schlagt ihn nieder! Schlagt ihn nieder, brecht ihm alle Glieder. Hey, hey, hey! Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Mach ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier arbeiten. Nicht einschlafen, Sklave. Dir stehen noch mehr Schmerzen bevor. Hast du das gehört? Na, komm mal her. Bevor ich dich rette, muss ich noch einen Stealth töten. Das hilft alles nichts. Wo steht der denn? Sei stark oder stirb! Für schwache Maden ist hier kein Platz! Hallöchen! Da bist du tot. Habe ich meine 5 beisammen. Bist du das, Waldläufer? Ja, ich bin. Schneid mich los, bitte. Ja, ich bin ja nicht so. Na, es geht doch. Ich kann meine Füße kaum spüren. Doch ich finde schon die Kraft zu fliehen. Danke, Waldläufer. Hinrichtungsquest verfügbar. Nee, ich mache jetzt mal eine Hauptquest. Der Verfolger. Ich muss unbedingt mal wieder eine Hauptquest machen, sonst komme ich da nicht weiter. Skills und so kann ich auch nicht mehr weitermachen. Die sind ja teilweise storygebunden. Elgaran geschnitten. Tja, endlich wieder eine Story-Quest.
Der Verfolger. Du hast die Aufmerksamkeit einer geheimnisvollen Kreatur erregt. Suche sie und finde heraus, was sie über dich weiß. Das sieht verdächtig nach Gollum, Gollum, Gollum aus. Was glaubst du, wer sich dort in den Schatten verbirgt? Irgendeine große Macht hat ihn für sich eingenommen. Das spüre ich. Ob er uns Antworten liefern kann? Für uns beide. Dann sollten wir ihn finden. Das sollte nicht sonderlich schwer sein. Folge den Spuren. Diese Spuren scheinen weder Mensch noch Biest zu gehören. Umso mehr Grund, ihnen zu folgen. Und nebenbei soll ich auch noch Sklaven befreien. 4 Stück. Nicht einmal Ausgestoßene verdienen solch ein Schicksal. Der Mensch scheint ein ums andere Mal in Gefangenschaft zu enden. Und nachdem das eh alles schön auf dem Weg liegt, ist das perfekt. Das kann man so schön miteinander verbinden. Moment, da gibt's nochmal Pfeilchen. Die Sklaven sind ihm schließlich doch entkommen. Ich hätte sie schon nach dem ersten Versuch aufhängen lassen. Schneidet ihnen die Beine ab. Die brauchen sie nicht, um zu graben. Ich spüre, es weiß mehr von mir, als ich von mir selbst weiß. Wie soll solch ein Wesen etwas von Geistern wissen? Es besteht eine Verbindung zwischen uns. Ich fühle es. Renn um dein Leben. Ach, ich hab schon alle Sklaven. Das ging ja fix. Mauern sind ihm kein Hindernis. Gollum kann das. Moment, ist es Gollum oder ist es Sméagol? Deine Kreatur wandelt auf gefährlichen Pfaden. Ist der Käfig leer? Nee. Na, supi, wir haben denselben Weg. Wenn sie halt alle im Weg stehen, dann müssen sie weg, ne? Habe ich dich gar nicht getroffen, oder was? Gibt's ja gar nicht. Gibt jetzt noch mal ein bisschen Kraut, das nehme ich mal mit. Später zum Rauchen, ne? Wer ist denn der gelaufen, bitte? Pfeifenkraut. Preis sogar die Spuren des Geschöpfs führen in die Höhle eines Karagor. Warum ist... Gollum, was machst du da drin? Oh. Dort! Es läuft davon! Und es ist nackig! Das interessiert ihn wieder nicht, ne? Erkunde die Höhle. Sammeln. Was für ein Art Zauber ist das? Ein verlorenes Abstück, Talion. An einige vereinzelte Bilder. Ja. Nur wünschte ich hätte sie vergessen. Deine Familie war. Es ist dieser Schmerz, der uns verbindet. Elende Kreatur, was willst du von mir?
könnten ein Problem haben. Schnell, es läuft davon. Keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit. Oh fuck, der hat alles aufgeschmissen. Sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Neuer Feind, Jäger. Jäger sollen schnell getötet werden. Drücke während des Laufens auf Schwerner. Oh, kommt ein Karagor. Autsch, 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 autsch. Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Ihr wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein, tut uns nichts. Was wollt ihr davon? Leuchtender Ja, wir kennen ihn. Leuchtender Herr, komm zu uns. In unseren Träumen. Du bist mich. Elende Kreatur! Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Menschen. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören, dem leuchtenden Herrn zu dienen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Wenn du mich so fragst, nee. Okay, wir haben Gollum getroffen. Und er ist so knuffig wie jemals zuvor. Gott, wo bin ich denn hier hingewandert? Zerbrochene Erinnerung. Ich würde mal sagen, wir machen hier gleich die nächste Story-Quest. Ich teleportiere mich mal hier hin, das geht nämlich fixer. Beißt mich der Einfache. Ich will mal hoffen, der hat keine Tollwut oder so. Sonst könnte ich nämlich Probleme bekommen in absehbarer Zeit. So, gleich mal hier hoch und zur nächsten Story-Quest. Also ich finde die Welt von Mittelerde im Morderschatten um einiges glaubhafter als die von Assassin's Creed, ich weiß auch nicht. Ups! Dieses Geschöpf mit dem Namen Gollum wird von dem Geist angezogen, den es Leuchtender Herr nennt. Dein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Natürlich ist es das. Zu ihm. Ja.
schon. Ich vertreibe ja auch nicht wirklich, aber was soll man tun? Checkt das gar nicht. Tschüss. La 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 la. Alles klar, Gollum. Verstehe dich schon. Bin da ganz deiner Meinung. Garstige dort oben. Tötet sie. Nicht mit uns zusammen. Bei so viel Konkurrenz könnte ich die Beförderung auch gleich vergessen. Doch Kopfschüsse töten ist ja wirklich gar kein Problem. Leuchtender Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm, wir zeigen es ihm und er belohnt uns. Piepser da oben, dort. Ob ich dich belohne, Gollum, weiß ich noch nicht. Wie viele Brüder haben wir gestern getötet? Wir mögen den leuchtenden Herrn, den edlen Herrn. Er riecht gut wie Fisch an der Luft. Aber ja, die dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer, er riecht, er stinkt, er tut uns weh, er bestiehlt uns wie Beutlings. Dann muss der dicke, fette Hobbit kriechen. Wenn toll, dass der die Filmstimme hat. Dann nehmen wir ihn. Er zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein. Wir nehmen ihm den Schatz. Wir nehmen ihn. Oh, spitze Stein. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver spitze Stein. Führe uns, leuchtender Herr. Ihr geht. Wir warten hier auf euch. Ich finde das als die Fakt der Visionen. Der hat schon übelste Schizophrenie, der Kerl. Bist du kaputt? Aber die Lieder von dem sind toll. Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Ach, ist es das? Das ist ja schön. Du spielst mit meinem Leben. Was ist das Ding? Moment, ich hole mir auf jeden Fall jetzt erstmal den Turm. Dann habe ich da wenigstens einen Schnellreisepunkt. Ah, fuck. Okay, dann hole ich mir den halt später. Mein Gott. Wo ist es denn? Ah, da ist was. Ein edles Geschenk. Ein Geschenk. Doch wo ist
Sie geben uns keine Antwort, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Diese brutalen und nachtaktiven Bestien bewohnen Mordor oder wie man es treffender nennen könnte. Sie suchen es heim. Sie leben in Klammern, übel riechenden Orten und unterirdischen Höhlen und kriechen nur des Nachts aus ihren Nestern, wenn sie in Schwärmen auf die Jagd gehen. Ghule sind Fleischfresser und keineswegs wählerisch. Sie fressen totes, verrottetes Fleisch und Innereien ebenso wie alles, was sie bei lebendigem Leib erwischen. Und schrecken auch nicht davor zurück, einige ihrer eigenen Art zu verspeisen. Ghule sprechen nicht, sind jedoch äußerst gerissene Kreaturen. Sie greifen mit zahlenmäßiger Überlegenheit an, um sicherzustellen, dass sie ihre Beute überwältigen können. Eine Beute, die unglücklich genug ist, von ihnen ausgewählt zu werden, greifen die Ghule mit ihrem säureartigen und tödlichen Gift an, das sie über weite Distanz hinweg spritzen können. Aha, kleine Spritzer sind wir, ja? Ich siege die Ghule! Oh, das ist aber gar nicht so schwer. One Hit. Fähigkeit freigeschaltet: Geistesblitz oder Geisterblitz. Rufe einen gewaltigen Blitzschlag herbei, der Uruks verletzt und betäubt sowie Ghule tötet. Sollte deine Trefferserie voll aufgeladen sein, drücke X und A, um den Geistesblitz zu verwenden. Aufladen der Trefferserie. Nach 8 aufeinanderfolgenden Treffern wird die Anzeige der Trefferserie rot und dein Schwert beginnt zu leuchten. Hey! What? Das ist ja geil! Best Game Ever! Guck mal auf die Minimap, das ist alles rot. Ach, hier sind das viele. 60er Kombo. Was? Wäre schön, wenn ihr alle mal sterben würdet, hä? Oh, ich bin gleich da. Yes! Dieser Halbling Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Mhm, wir wissen auch, welche Rolle. Krug. Furcht vor seinem Rival. Moment, der ist hier in der Nähe. Krugi Boy. Na, wie geht's? Wenn ich schon mal hier bin. Nicht mit mir! Doch, genau mit dir. Jetzt habe ich dich endlich! Die Jagd durch Mordor ist vorbei! Jetzt stirbst du! Was heißt hier Menschendreck? Geht's noch? Gibt dir gleich Menschendreck, Orkdreck. Ich erinnere mich an den! Du erinnerst dich an gar nichts! Ey, da sind wieder neue nachgekommen, das ist ja kacke. Tuka, der Kleine, wütend darüber, sich um einen eingesperrten Karagor kümmern zu müssen. Ja, das ist Pech, ne? Und tschüss. Da ist nochmal so ein Hauptmann. Mensch,
der Schatten sollte man sein Opfer richtig töten. Genauso werde ich dich töten. Ich finde das auch brutal cool, dass die alle unterschiedlich aussehen, die Typen. Hier bin ich. Zurück mit dir, Narr! Zeit zu sterben, Tag! Warum bin ich dann nah, wenn du eine auf die Plauze bekommst für mir, hä? Das wird nicht funktionieren! Keine Ahnung. Schneidet ihnen! Nein, du schneidest mich nicht in Stücke. Du hast Informationen, die ich gerne hätte. Was haben wir denn hier noch so? Kiefersperre. Fesselt einen Sklaven, damit die Gugle ihn später fressen können. Ja, du bist ein perverser Hund. Und tschüss. Ich hab den dreckigen Tag gesagt. Kommen die auch noch? Yes. Ja. So geht man mit Wachs rum, ja? Nicht anders. So, jetzt hole ich mir den Turm. Das Türmscher. Das ich schon die ganze Zeit haben wollte. Und dann, liebe Leute, würde ich mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Oh, jetzt habe ich den Dialog abgebrochen. Das ist natürlich schlecht. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Mordor. Ne, Mittelerde, Mordors Schatten, so rum. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihr ganz einfach einen Daumen und schreibt einen Kommentar. Ich sage wie immer, stay tuned and so long.